Hey Farhan, wir haben in Geschichte gerade das Thema das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Einheimischen in der Zeit des Imperialismus. Kannst du mir das erklären? Ja klar, damals gab es zwei Bevölkerungsgruppen, die Weißen, also die Deutschen und Europäer, und die Eingeborenen. Die Deutschen hatten mehr Vorteile durch das deutsche Gesetz. Die Eingeborenen galten als Untertanen und hatten ein anderes Gesetz als die Deutschen. Das war natürlich unfair. Mit der Zeit gab es immer mehr Liebesbeziehungen zwischen beiden Gruppen. Aber ab 905 wurde das Heiraten von den Kolonien verboten. Die Eingeborenen wurden von den Deutschen belehrt und erzogen. Dafür errichteten Missionswerke Stationen, die Schulen ähnelten. Die traditionellen Sitten und Gebräuche der Eingeborenen haben die Missions meist akzeptiert. Selbst der Brauch, dass ein Mann mehrere Frauen hat, wurde in der ersten Zeit toleriert. 887 wurden dann die staatlichen Schulen eingerichtet. Sie waren besser als die Stationen. Schulpflicht bestand aber nicht. In der Mitte der 1890er Jahren wurden dann Einrichtungen, die den heutigen Krankenhäuser ähneln, eingeführt. Auch dabei gab es Unterschiede. Es gab europäische Krankenhäuser und farbige Krankenhäuser. Dort waren Patienten von solchen betroffen, wurden sie in unschöne Konzentrationslager gesperrt. Die Deutschen hatten wenig Lust, auf den Feldern zu arbeiten, obwohl sie dafür Lohn bekommen hätten. Also führten sie teure Kopf- und Hüttensteuer für die Eingeborenen ein. Wer das Geld nicht zahlen konnte, wurde zur Zwangsarbeit verurteilt. Oh, das war ja alles gar nicht schön, aber danke, dass du mir es erklärt hast. Gerne.